Kommen wir jetzt aber mal zu dem Brotrezept. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist, was ist denn heute? Mittwoch. Mittwoch, der 18. März. Wow, du bist gut informiert. Ja. Herrliches Wetter, wir haben gefrühstückt, Vlog ist geschnitten und da drüben liegt jetzt das Balance Board. Ich möchte nämlich ein Video machen für einen Post für die Bretterseite. Und zwar hier läuft dann auf dem Fernseher so eine Welle, die man quasi surft und dann soll es so aussehen, als ob man halt zu Hause eine Welle surft. Ja. Bin jetzt mal gespannt, ob das klappt. Ja, ich brauche dich als Kamerafrau. Yes! Für den Insta-Post halt, gell? Ja. Ja, ich muss runter. Keiner surft ja so einen schweren Barrel. Ja, eben. Oder sieht es komisch aus, wie ich hänge? Nee. Soll ich mal eine Testaufnahme machen? Mhm. Sollen wir. Jetzt machen wir erstmal das Video. Mhm. Keine Ahnung, lass mal so 20 Sekunden laufen oder sowas. Mhm. Okay? Und dann noch ein Bild, wenn das nämlich das mache ich dann in Lightroom kurz. Ja. Scheiße! In der Barrel gestürzt! Wenn es mich in der Barrel matchen würde, das würde mehr wehtun als jetzt hier. Konzentration, Alex! Wir haben gerade was zum Mittag gemacht. Und zwar gibt es einen Salat. Waren gerade beim Türken unseres Vertrauens. Genau, so ein kleiner Supermarkt. Gibt's noch super viel Essen. Fresh Stuff geholt. Der Salat ist übrigens, also das rote, der rote Salat ist Chicorée und das andere ist. Oder Radicchio. Chicorée ist der helle. Stimmt, der längliche. Und das andere ist Radieschenblätter. Ja, genau. Und Radieschen und Kerne und so. Und jetzt haben wir noch ein paar Reste von gestern und das ist nicht mehr viel. Sehr schön. Ab auf die Terrasse. Ich liebe das, mich abends, nachmittags, hier so auf die Couch zu setzen. Und wie ihr sehen könnt, scheint hier so ein bisschen die Abendsonne. Okay, kaum mache ich die Kamera an, sind da überall Wolken. Ich wollte eigentlich gerade sagen, nachmittags scheint hier die Sonne so schön hin. Und ich möchte noch an einem Videokonzept arbeiten für mein nächstes Video. Und dachte mir, das mache ich jetzt einfach hier. Weil hier das Wetter so schön ist. Und das kriegt man unten im Büro nicht ganz so mit. Ja. Ich habe übrigens auch die Jeans ausgetauscht, die ich vorhin anhatte, durch unsere Flow-Hose. Das ist halt, jetzt hätte man eine Jogginghose an, aber ist halt eine schicke Hose. Bei mir war gerade noch Zahltag. Ich habe ein paar überfällige Rechnungen an den Steuerberater gezahlt. Und ich wollte da kurz was dazu sagen, weil das mache ich immer bei Überweisungen. Und zwar bekomme ich immer auf mein Handy so einen TAN geschickt und dann setze ich mir das Ziel, dass ich es nur einmal ganz kurz angucken darf und dann muss ich diese 6 Zahlen auswendig wieder hinschreiben quasi. Also ich darf einmal ganz kurz drauf gucken und dann die 6 Zahlen hin und das ist so krass, weil ich vergesse das, bewusst vergisst man das manchmal und ich lasse immer drauf ankommen und versuche es dann halt so, wie ich es mir eingeprägt habe. Und es stimmt meistens irgendwie. Obwohl ich mir dann, manchmal ist man sich ja dann unsicher, aber dann stimmt es trotzdem. Also ich lasse es immer dann drauf ankommen und drücke dann jetzt absenden. Und wenn es mal nicht stimmt, dann geht's halt nicht. Dann muss halt nochmal einen TAN anfordern quasi. Aber das finde ich ist eine gute Möglichkeit, um sein Gehirn zu fördern. Das mache ich immer, wenn ich halt so Buchhaltung und so Rechnung mache, versuche ich das nämlich zu machen. Süß, echt? Ja, das ist mir gerade, habe ich das mir gemerkt und habe gedacht, das muss ich euch jetzt mal erzählen. Vielleicht habt ihr da ja auch Bock, das zu probieren. Tag 2 für mich von Pamela Reifs Workout-Plan. Da ich ja nicht Montag eingestiegen bin, sondern erst Dienstag. Oh mein Gott. Erst Dienstag. Huh! Okay, ich trainiere ja jetzt seit neuestem mit der Matte von Bodykiss und muss sagen, die ist sehr schwer. Was gut ist, weil die liegt wirklich schön flach auf dem Boden, wenn man sie ausrollt. Und was mir auch richtig gut gefällt, also um euch einfach mal so ein bisschen Feedback zu geben, weil mich da auf Instagram vor allem jedes Mal, wenn man die Matte sieht, super viele Leute fragen, was das für eine Matte ist, wie ich sie finde und so weiter. Weil viele überlegen, ob sie sich die kaufen sollen, aber die ja doch nicht ganz günstig ist. Also was mir da richtig gut gefällt, ist, dass sie schön dick ist. So, also
Die liegt schön auf dem Boden. Und die ist, ich weiß nicht, ob ich euch das wirklich gut zeigen kann, aber seht ihr, also das ist mein Finger und das ist die Matte. Also die ist so dick wie mein Finger, würde ich sagen. Dadurch tut das nicht weh, wenn man zum Beispiel Planks machen muss. Das tat mir ganz oft an den Ellbogen weh. Oder wenn man irgendwas auf den Knien macht, dass das an den Knien weh tut. Also dahingehend finde ich sie sehr, sehr gut. Diese Oberfläche, man rutscht halt nicht, ne? Aber dadurch bleiben schon Katzenhaare, Menschenhaare, Fussel doch ordentlich hängen, muss ich sagen. Mich stört das jetzt nicht. Und ich habe Anne gefragt, was sie dagegen tut. Und sie meinte, sie fegt die halt dann öfter mal ab. Beziehungsweise wäscht sie unter der Dusche ab. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das nur so, damit ihr da Bescheid wisst. Sie ist schon ein Fusselmagnet oder ein Staubmagnet. Und die Haare, die bleiben da wie so ein bisschen dran kleben. Aber das Tolle ist halt, dass man wirklich nicht rutscht. Die Matte rutscht nicht. Und die Hände rutschen nicht, wenn man zum Beispiel jetzt im Yoga so ein Downward Dog, so einen herabschauenden Hund, ist das deutsche Wort dafür, macht. Ja, und das ist die große. Das heißt, die ist auch wirklich riesig, riesig. Also, ja. Auf jeden Fall 1,63 hat da drauf genügend Platz. Köstlich sieht's aus, köstlich. Das sind einfach so Reisnudeln in Erdnusssüße und Kräuterseitlinge angebraten in Ahornsirup. Ahornsirup. Was, in Ahornsirup hast du die angebraten? Nee, aber das, die Soße, da ist doch Ahornsirup mit drin und so, oder? Unter anderem. Ja, aber dadurch werden aber die auch so... Aber nee, das stimmt überhaupt nicht. Da ist gar kein Ahornsirup. Nee? Das ist in der Erdnusssoße. Ja. Die sind eingelegt in Sojasauce, Wasser, Limettensaft und Algen. Damit die so fischig werden. Das ist so ein Rezept Scallop. Was sind denn Scallops? Muscheln, gell? Mhm. So, soll so ein Muschel-Imitat sein. Die Manda sind am Frühstücken. Ja, gibt unseren Standard. Einfach Brot. Nee, Quatsch, Standard. Was sage ich denn? Es gibt eine Melone. Die haben wir nämlich bei unserem Gemüseladen gestern gekauft. Haben wir doch gar nicht angerührt, sollten wir jetzt mal machen. Ja, ich sehe sie auch gar nicht. Sie sind da diesem Zeug. Marie hat sich gerade noch mal hingelegt. Der geht nicht ganz so gut, beziehungsweise eigentlich fühlt sie sich ganz gut, aber ist super müde. Deshalb schläft sie jetzt noch mal. Es ist jetzt 8 Uhr und ich gehe jetzt raus. Mach in der Garage weiter, damit das Video ja fertig wird und ich das endlich schneiden kann. Ja, vielleicht ist es ja eine Inspiration für einige, die jetzt irgendwie auch natürlich nicht raus können oder raus sollen, also bitte geht nicht raus an dieser Stelle nochmal. Aber aufräumen kann man ja durchaus easy zu Hause, also kann man ja auch nur zu Hause, entweder den Keller, den Dachboden oder halt die Garage oder sowas. Ja, das mache ich nämlich jetzt auch weiter. Ich bin gerade hier draußen noch am Werkeln, da sind noch Überreste, die ich alle unten im Vorrat hatte. Ich baue so eine Art Packboard noch für die Garage für dreckige Schuhe. So, guten Morgen. Ich bin dann auch mal unter den Leben. Ich weiß nicht, was das war. Ich war einfach so müde. Ich wäre fast beim Frühstück wieder eingeschlafen. Und dann dachte ich mir so, das hat jetzt keinen Sinn. Ich lege mich einfach noch mal ein Stündchen hin. Und jetzt ist alles wieder gut. Also ich hatte mir keinen Wecker gestellt. Und ich bin dann nach einer Stunde wieder aufgewacht um 9. Und bin dann aufgestanden, habe mich fertig gemacht und so weiter. Da hinten steht jetzt auch schon der Wäschekorb. Ich werde jetzt die Wäsche anmachen und mich dann um mein nächstes Video kümmern. Es ist 11.15 Uhr, das geht sogar noch. Also, dafür, dass der Tag so seltsam gestartet hat, ist das wahrscheinlich sogar ganz in Ordnung. Ja, auf jeden Fall ist heute wieder wunderschönes Wetter. Toll. Und ich habe meine Haare gewellt, wie ihr sehen könnt. Ich habe so ein Welleneisen. Das habe ich jetzt beim Aufräumen neulich gefunden, sage ich mal. In so einer Kiste, wo alle möglichen alten Haargeräte noch drin waren. Und ich hatte das mal so 2014, glaube ich, gekauft. Und jetzt ganz lange nicht mehr benutzt.
Alex hat mir damals in der WG mal die Haare gewellt. Er wollte das unbedingt an mir ausprobieren. Damals waren wir noch sehr frisch zusammen. Ich drehe jetzt was für mein nächstes Video, was nächsten Dienstag online kommen wird. Und die Videoidee ist mir gestern unter der Dusche gekommen. Eigentlich hatte ich ja gestern Abend auf der Couch schon ein Videokonzept geschrieben für ein anderes Video. Und dann hatte ich aber unter der Dusche plötzlich eine spontane Eingebung, auf die ich jetzt richtig Lust hatte. Und das kommt jetzt zuerst und dann kommt das andere Video vielleicht die Woche drauf oder so. Das ist immer ganz gut, wenn ich so Ideen schon fertig habe und das sozusagen nur noch drehen muss. Ich werde jetzt ein Brot backen. Hallo Mimi, nicht rausrennen. Ich habe nämlich jetzt noch ein paar Szenen für mein neues Video gedreht. Aber habe jetzt keine Lust mehr. Und es ist jetzt auch schon 20 vor 5. Dürfte ich erfahren, was ihr macht? Warum wuselt ihr denn beide da so an der Tür und schlägt so den Boden ab? Habt ihr da Trockenfutter hingeschossen oder was wird das hier eigentlich gerade? Oder ist Mut so direkt vor der Tür? Das könnte natürlich auch sein. Hallo. Was bist denn du für ein süßer Witsch? Oh Gott, der sieht gerade so schlimm aus, Leute. Sein Fell ist wirklich tragisch und wir mussten so viel wegschneiden, deswegen ist er teilweise so löchrig. Einfach mal weggetackelt. Kampf der Plüschgiganten. Ding, 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 ding. Ja, und wenn sie dann auch noch... Mimi, das war rabiat. Ja, wenn sie dann immer noch kämpfen, dann ist klar, dass alles verknotet. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Brotrezept. Ich brauche mein Handy, da ist nämlich das Rezept drauf. Und zwar hat mir das meine Mama geschickt. Man braucht dafür 550 Gramm Mehl. In dem Rezept werden 400 Gramm Dinkelmehl mit 150 Gramm Vollkornmehl gemischt. Habe ich letztes Mal auch schon nicht so gemacht. Werde ich diesmal auch nicht machen. Wir haben nur Weizenvollkornmehl. Übrigens gab es das im Bioladen. Also falls ihr auf der Suche... Nee, stimmt gar nicht. Das gab es in dem kleinen Supermarkt. Hier um die Ecke. Genau, also wenn ihr... auf der Suche nach solchen Geschichten seid, würde ich euch empfehlen, nicht in die großen Supermärkte zu rennen, sondern einfach mal die kleineren abzuklappern. Dann braucht man außerdem einen Würfel Hefe bzw. ein Päckchen Trockenhefe. Ich habe nur Trockenhefe da. Die habe ich schon eben vor einer ganzen Weile gekauft. Keine Ahnung, ob es Trockenhefe jetzt aktuell noch gibt. Aber ich habe sie eben noch, weil ich das Brot ja schon vor Ewigkeiten backen wollte. Und das war dann halt so ein Pack mit mehreren Päckchen drin. Dann 3 Esslöffel Essig. 2 Teelöffel Salz und dann eben noch, was man an Kernen und so weiter reinmachen möchte, was man will. So. Hier steht jetzt eine Tasse Sesamsaat, eine Tasse Leinsamensaat, eine Tasse Sonnenblumenkerne. Keine Ahnung, wie hier eine Tasse definiert wird. Deswegen habe ich das einfach mit Augenmaß gemacht und einen guten Schuss reingemacht. Ich hatte letztes Mal Sonnenblumenkerne drin, Kürbiskerne, das haben wir jetzt nicht mehr. Und Hanfsamen. Und zwar waren das so ungeschälte Hanfsamen. Die werde ich auch wieder reinmachen, weil das ist so mega lecker. Die sind so crunchy und es macht so richtig Spaß, da drauf zu beißen. Und dann werde ich diesmal, glaube ich, auch Walnüsse ein paar mit reinmachen. Und wieder Sonnenblumenkerne. Das ist halt das, was wir jetzt gerade da haben. Ich gucke nach da oben, weil da sind die ganzen Vorratsgläser. Genau, und so jetzt zum Rezept. Alle Zutaten zusammenrühren. Würfelhefe natürlich davor mit ein bisschen Wasser anrühren. Kastenform ist auch schon am Start. Ich kann euch leider nicht sagen, was die für eine Größe hat, aber ihr seht, das ist so eine etwas größere. Was sind das? 30 cm vielleicht? Höhe 8 cm, 7. Kastenform ausbuttern und mit Haferflocken ausstreuen. Und der Teig, der ist nicht sehr fest. Der ist eher so in eine flüssige Richtung. Also ne, alles, was ich gerade vorgelesen habe, zusammenmischen. Da reinfüllen und dann kommt diese Form in den kalten Backofen. Und dann erst wird der Backofen angemacht auf Umluft 250 Grad und zwar so lange, bis das Lämpchen ausgeht, also bis der Ofen 250 Grad erreicht hat und dann wird er zurückgestellt auf 190 Grad, weiterhin Umluft und so, sobald man es zurückgestellt hat auf 190 Grad, 40 Minuten backen. Also da kann man dann einen Timer stellen. Der Teig muss nicht irgendwie gehen vorher, kein Hexenwerk.
Also das ist wirklich in 5 Minuten zusammengemischt und den Rest erledigt der Ofen. Das finde ich ziemlich chillig. Sag mal, Jungs. Seht ihr das da hinten, das Theater? Kleine Feldneule. Und dann fliegt natürlich das Fell wieder, die ganze Arbeit von Flundi umsonst. Vorhin haben die nicht so ein Theater gemacht und jetzt ist da, als wär irgendwas auf dem Boden. Oh, Jungs. Dabei ist eigentlich, hat sich gar nichts verändert zu vorhin. Ich mache das übrigens immer so, wenn ich backe, dass ich erst alle trockenen Zutaten reingebe und das Ganze schon mal vermische. Also das ist jetzt das Mehl und das Päckchen Hefe und dann eben die Sonnenblumenkerne und die Walnusskerne und die Hanfsamen. Und das vermische ich jetzt alles einfach schon mal mit einem Löffel, damit das schön gleichmäßig da in der Schüssel drin ist. Und dann kommt das Wasser und der Essig hinzu. Übrigens, für alle, die sich fragen, was denn warmes Wasser überhaupt sein soll, ich bin da nämlich auch mal ein bisschen überfordert mit, ich lasse mir das einfach immer übers Handgelenk laufen und versuche da zu beurteilen, dass es da sich warm anfühlt. Also nicht so, dass es wehtut und heiß ist, aber eben auch nicht so, dass es kalt ist. Ich habe so das Gefühl, wenn ich gar nichts spüre, dann hat es wahrscheinlich so ungefähr Körpertemperatur. Und das ist in meinen Augen warmes Wasser. So habe ich das auch das letzte Mal gemacht, hat wunderbar funktioniert. Und ich benutze Apfelessig. Das ist aktuell der einzige Essig, den wir da haben. Vermutlich tut es auch ein anderer Essig. Was ich nicht nehmen würde, wäre Balsamico-Essig. So sieht der Teig aus. Also ihr seht, es ist jetzt nicht so ein fester Teigklumpen, sondern so semi-flüssig. Und da habe ich schon die Form eingefettet und mit Haferflocken bestäubt. Einigermaßen in Ordnung. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus als das letzte Mal. Und jetzt kommt das einfach da rein und dann in den Ofen. Ich habe das Rezept jetzt nur gezeigt, weil ich letztes Mal einige Fragen bekommen habe, beziehungsweise hier unter dem Blog auch einige gebeten haben, ob ich das Rezept in die Infobox schreiben kann. Und dann dachte ich mir, ich zeige es euch einfach mal in einem Vlog. Ich weiß, dass es aber aktuell gerade total beknackt ist, Mehl zu bekommen und Hefe zu bekommen und so weiter. Wie gesagt, also ich würde mal auch in den kleineren Läden schauen, aber auch da keine Garantie, dass da was da ist. Und Hefe habe ich da jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen. Bei der Bioladen vielleicht noch was gehabt hätte. Weiß ich auch nicht genau. Also, aber vielleicht sind die kleineren Supermärkte da ja noch eine Anlaufstelle. Ansonsten, wenn ihr selber ein gutes Brotrezept habt, was vielleicht keine Hefe braucht, gibt es sowas überhaupt? Könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren teilen, wenn ihr Lust habt. Vielleicht kann ich ja so, das könnte ich immer machen, ne? So Rezepte aus der Community ausprobieren oder so. Vielleicht hat ja jemand einen guten Kniff. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit dem Weizenmehl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das so ein bisschen fester war als das letzte Mal. Ja, ich weiß nicht, ob das am Mehl liegt, gell? Ich bin so ein bisschen ein Mehl-Laie und verstehe nicht ganz, was ist denn eigentlich der Unterschied in den Eigenschaften. Auch das mit diesen Typen und so. Ich glaube, je höher die Zahl, desto feiner das Mehl. Stimmt das? Keine Ahnung. Ich hatte auch bis jetzt noch keine Muße, mich einzulesen, bin ich ganz ehrlich. So, ich glaube, ich habe Mehl im ganzen Gesicht, weil ich die Teigschüssel ausgekratzt habe. Rohen Teig, Noms, auch wenn er herzhaft ist. Ja, und dann räume ich jetzt mal auf. Leute, das ist zum Verrücktwerden. Das ist der Vorführeffekt. Ich schwöre euch, genau alles gleich gemacht wie letztes Mal. Nur, dass ich ein anderes Mehl verwendet habe. Und zwar Weizenmehl anstatt Dinkelmehl. Und ich habe jetzt sogar mal online nachgelesen, dass man bei Weizenmehl tendenziell weniger Flüssigkeit braucht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es diesmal fester war, schon davor. Und habe das jetzt da reingefüllt. Guck mal, das Brot sieht aus, als wäre es jetzt gleich fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gut erkennen könnt vom Licht her. Aber es sind noch 32 Minuten. Und das ist oben schon ganz dunkel. Muss ich das jetzt, decke ich das jetzt mit Folie ab? Was mache ich denn jetzt?
Außerdem war das letzte Mal locker doppelt so hoch. Aber nicht nach 8 Minuten, sondern halt als es fertig war. Oh, help, I don't like this. Übrigens habe ich, wie ihr sehen könnt, die Temperatur mal auf 170 Grad reduziert in der Hoffnung, dass das was bringt. Vielleicht war das auch eine dumme Idee. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir allgemein gerade bei gar nichts mehr sicher. Ich lasse das jetzt mal so. Okay, alle Angst war umsonst. Ich habe es nicht abgedeckt. Ich habe nichts damit gemacht. Ich habe es einfach gelassen. Und ich finde, das Brot sieht fantastisch aus. Ich kann das jetzt natürlich noch nicht anfassen, weil es gerade aus dem Ofen kommt. Riecht auch richtig lecker. Genau, und diese kleinen Bubbles, die man sehen kann, das sind eben die ganzen Hanfsamen. Nomsi. Ja, das gibt's dann morgen früh zum Frühstück. Wir gehen jetzt einkaufen, brauchen ein bisschen Lebensmittel. Und was gibt's, was haben wir gesagt? Ah ja, genau, Käsespätzle mit Kraut. Das gibt's bei uns ungefähr fast. Also einmal ungefähr die Woche. Einmal die Woche, ja, tatsächlich. Also einmal die Woche kommt im Blog vor. Einkäufe sind verräumt. Ich bin gerade hier schon am Käse schneiden. Und zwar gab es leider keinen Streukäse für die guten Spätzle. Deshalb haben wir jetzt einfach den normalen Simpliwiegen in würzig genommen und versuchen den jetzt einfach in kleine Stücke zu schneiden. Sollte eigentlich auch funktionieren, glaube ich, oder? Bestimmt. Ich glaube, also, der schmilzt auch ganz gut. Den hatten wir ja damals im Raclette drin und das hat super funktioniert. Der ist halt viel würziger als der Streukäse. Dann wird es halt richtig, richtig schön deftig heute. Richtig würzig. Ich habe das jetzt so richtig klein geschnitten und tue das jetzt mal hier rein und wollen wir das einfach mal testen. Oh Gott, ich muss, glaube ich, beide Hände nehmen. Also hat super funktioniert. Mega. Also ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung, den Käse zu nehmen. Jetzt muss es nur noch schmecken natürlich, das ist eigentlich ja das Wichtigste. Käse? Köstlich, oder? Finde auch richtig gut. Fast sogar vielleicht besser. Mhm. Käsiger halt. Mhm. Und würziger. Also der würzige von Simpliwiegen schmilzt gut und schmeckt da drin auch echt lecker. Aber ich finde, das Kraut ist essentiell dazu. Ja. Letztes Mal haben wir es ohne gemacht und dann hat so richtig was gefehlt. Was Frisches. So, sieht aus wie ein kleiner Kuchen. Also das letzte Mal war es ein bisschen fluffiger. Diesmal ist es sehr zusammengedrückt. Sehr fest. Und vielleicht hätte es noch länger backen müssen. Vielleicht hätte ich auch die Temperatur nicht runterstellen sollen. Aber ich finde trotzdem, dass es sehr lecker aussieht. Ein bisschen kuchenmäßig. Ja, eben, es sieht aus wie ein kleiner Kuchen. Letztes Mal war es doppelt so hoch, glaube ich, und viel luftiger. Naja, hoffen wir einfach mal, dass es satt macht. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass dieser Vlog alle Fragen zu dem Brot beantwortet hat. Falls noch irgendwas unklar ist, dann könnt ihr das natürlich auch einfach in den Kommentaren fragen. Ansonsten hoffe ich, dass der Vlog eine schöne Freitagabendbeschäftigung oder Samstagmorgenbeschäftigung für euch war. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder zum nächsten Vlog. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis dann. Tschüss. Shh.